Fange ich einfach mal an. Ich habe jetzt irgendwie keinen großartigen Plan, was wir jetzt hier machen. Roland hat halt gestern diesen Vortrag gehalten. Wer war gestern beim Roland im Vortrag? Fast alle, aber nicht alle. Jetzt rennt der Roland gerade weg. Jetzt wollte ich ihn gerade fragen, ob er was dazu sagen will, kurz, was da vielleicht. Gut, dann rede ich erst noch mal weiter. Gut, also der Hintergrund von dem Ganzen ist so ein bisschen, dass, oder also für mich der Hintergrund ist, dass nach 10 Jahren, die ich mich jetzt mit OSM-Daten, mehr als 10 Jahren, die ich mich mit OSM-Daten beschäftige, man halt immer mehr merkt, dass es an einigen Stellen immer wieder kracht und Probleme gibt und bei der Verarbeitung der Daten. Und das hängt eben. Also es gibt viele verschiedene Probleme, aber ein Problem ist unser grundlegendes Datenmodell. Da gibt es doch einige Ecken, die problematisch sind. Und ich würde halt gerne dabei was ändern und gucken, dass wir diese Probleme lösen. Das ist ein riesengroßes Projekt. Man kann dieses Datenmodell nicht von heute auf morgen ändern. Da hängen sehr viele Leute, sehr viel Erfahrung, sehr viel Dokumentation, sehr viel Software vor allen Dingen dran, die mit diesem Datenmodell arbeitet. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Aber ich denke, wir sollten trotzdem überlegen, das anzugehen. Und offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Roland hat ganz ähnliche Sachen gestern gesagt. Vielleicht sagst du gerade ein paar Ja, also Worte. es gibt eigentlich drei große Baustellen. Also die eine Sache ist, wenn man mit den Daten arbeitet, fällt einem auf, der erste Schritt ist immer, dass man die Koordinaten von den Nodes auf die Ways und sonstigen Strukturen kriegen muss. Also das ist, wenn man diesen Auflösungsschritt wegkriegt, ist letztlich die Frage, wie und wohin will man die Koordinaten verteilen und braucht man dann noch viele von den Nodes oder können wir dann 90% der Nodes entsorgen? Das ist das eine große Thema. Und dann ist das zweite große Thema ist sicherlich, wie wir eigentlich richtig mit Areas umgehen. Das hat andere Probleme, als man jetzt denkt. Also ich meine, man könnte einfach eine Datentür einführen, aber das Problem ist, wir haben ein Datenmodell mit einer relativ schlanken und auch relativ dummen Datenbank. Das ist auch gewollt, weil die Datenbank nämlich eine Menge anderer wichtiger Aufgaben hat, unter anderem Transaktionssicherheit. Und das macht es nicht so leicht, daraus eine schlaue, mitdenkende Datenbank zu machen, die dann on top of this auch noch Transaktionssicherheit machen muss. Das macht nämlich ein ziemlich monströses System. Deswegen ist es nicht ganz so einfach. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir da noch also keine richtig vorangetriebenen Vorschläge haben. Und dann eine dritte Sache, die zumindest mich in der Overpass sehr massiv betrifft, ist nicht räumliche Strukturen, maßgeblich vor allen Dingen Relations. Weil im Gegensatz zu den Nodes und den Ways, die relativ gut räumlich verortbar sind, sind die Ways, sind die Relations etwas, was tendenziell sich einfach räumlich ausbreitet. In dem Sinne, eigentlich darf man sogar böse fragen, ob und in welchem Umfang es in die OSM-Daten eigentlich reingehört und ob und wie man es abtrennen will, um sich da auch etwas mehr Luft zu verschaffen. Das ist meiner Sicht die Baustellen. Gut, vielleicht ist das ein ganz guter Anfang, wenn wir mal sammeln, sozusagen, wo Leute vielleicht Probleme noch sehen, wo Leute Schwierigkeiten hatten mit dem Modell, egal in welcher Form jetzt, sei es als Mapper, sei es als Benutzer der Daten für irgendwelche anderen Projekte, Leute, die Daten konvertieren wollen in andere Formate und so. Wenn da Leute was zu sagen wollen, dann können wir ja sozusagen im zweiten Schritt dann mal ein bisschen brainstormen, was es vielleicht für Lösungsmöglichkeiten gibt oder was Leute schon probiert haben, wie man damit umgeht. Sven. Mikro. Ein so ein Hauptproblem von den Relations ist ja auch, die können für alles verwendet werden und es gibt jede Menge Spezialrelations und bei denen kann man jede Menge falsch machen. Also sozusagen so fehlerhaft bei Design sozusagen. Also ich denke jetzt an so Abbiegerelationen oder Multipolygone oder sowas, wo vielleicht eine spezielle Datenstruktur besser wäre. Also, wir haben jetzt, also zum Beispiel sagst du, wenn ich das, ja, ich versuche es mal zu paraphrasieren, wenn ich einen Way habe, der hat als Member sozusagen ja nur Nodes, da kann ich nicht einen anderen Way als Member eintragen. Das ist, gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass ein Way nicht irgendwas Komisches wird. Während bei einer Relation kann ich alles Mögliche machen. Und das heißt, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wie ich auch was falsch machen kann oder
irgendwie unstrukturiert machen kann. Und das heißt, Relationen haben zu wenig Struktur vielleicht. Das ist natürlich ein großer Vorteil von der Relation auch, dass sie dadurch so flexibel ist. Und dieses Spannungsfeld ist sicher interessant zwischen der Flexibilität und dem, was wir mehr festnageln wollen. Also sozusagen mehr spezielle Relationen einfügen, die dann aber native Datentypen sind. Zum Beispiel, das wäre jetzt schon eine Lösung, können wir mal nochmal wegschieben sozusagen, aber ja, in die Richtung denken kann man auf jeden Fall. Noch irgendjemand mit irgendwelchen Problemen? Also ich schreibe jetzt mal hierhin ganz einfach ein Stichwort Datenmenge, weil letztlich ist das natürlich das, warum wir jetzt auch darüber reden, ist, wir haben halt immer mehr und mehr Daten und all diese Probleme, das ist jetzt so ein bisschen orthogonal zu diesen anderen Sachen, aber all diese Probleme sind keine, solange man nur wenige Daten hat, dann kann man es immer irgendwie hinfrickeln, aber allein dadurch, dass wir diese Datenmenge haben, das ist das, was das interessant macht und ich glaube schon, dass gerade durch Importe und so weiter, ich meine, wir kennen alle den Effekt, dass alles war schön und dann kamen die Franzosen und haben ihren Building-Import gemacht. Und plötzlich hatten einige Leute Probleme, die sie vorher eben nicht hatten, weil die Datenmenge so gestiegen war in dem Moment. Und das ist also was, was irgendwo da immer im Hintergrund vielleicht auch ist. Also was man sich natürlich auch mal überlegen könnte, ist so dieses ganze Zeug, was irgendwie mit OpenStreetMap zusammenhängt, aber nicht wirklich geografische Daten sind. Also sowas wie Öffnungszeiten oder sowas. Wobei das halt ist, eigentlich müsste man das als eigenes Projekt, strukturierte Daten, die nicht geografisch sind oder sowas, eigentlich halt wieder machen. Ne? Ja. Tim? Ein Problem ist ja auch noch, dass Eigenschaften, die an Straßen hängen und sowas, halt eben auf verschiedene Objekte verteilt sind und auch nicht erfasst werden können dadurch. Also wir hatten so gestern Abend das Thema, wo kommen Straßennamen her und sowas, und da soll es auch noch einen Vortrag geben zu Also dass man das irgendwie zusammenfassen könnte, besser ohne eine Relation bilden zu müssen. Also zusätzliche Daten, die wir bisher nicht speichern, die darüber hinausgehen will, meinst du jetzt? Oder? Die man entweder an mehrere Objekte hängen müsste oder halt eben noch eine Relation bilden müsste. Straßennamen zum Beispiel. Also Straßennamen, wenn du jetzt eine Straße hast, daneben einen Fahrradweg und so weiter, dann gibt es ja Leute, die den Namen an jedes Teilding von dieser Straße hängen und dann noch an den Fahrradweg auch noch. Selbes Ding, darfst du an dieser Straße parken? So, in welchem Bereich ist Anwohnerparken, in welchem Bereich hast du was anderes, wo man sich natürlich auch überlegen muss. Also ist das sozusagen, wir haben jetzt schon so ein paar Sachen, ne, diese nicht räumliche Struktur bei Relationen, nicht geografische Daten, das geht zum teilweise ein bisschen in die Richtung. Teilweise die Frage, an welchem Objekt, also wir haben teilweise haben wir so einen Widerspruch zwischen, haben wir jetzt einen Tag an einem Objekt, was wir dann mehrfach kopieren müssen, oder haben wir eine Relation, wo wir den Tag nur einmal haben, aber der dann verweisen muss. Also geht es da so ein bisschen um redundante Erfassung versus komplexere Struktur. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich das aufschreiben soll sozusagen, ja. Ich nenne es jetzt mal Tags versus Relation versus Fragezeichen für irgendwie eine andere Lösung. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es das gut fasst. Ein anderer Punkt wäre irgendwie native Value-Listen. Also wir haben ja Key und Value und es gibt, je nachdem, was für ein Key du verwendest, unterschiedliche Separatoren für die Values. Also oft ist da Komma, Öffnungszeiten haben wir da noch ein ganz eigenes Schema und so Zeug. Also eigentlich würde ich mir da halt im Datenmodell schon was wünschen, wo dann halt eine native Liste in JSON zum Beispiel dann rauskommt und wo nicht jeder Datenverarbeiter selber nochmal splitten muss. Nein, das halt einfach, also dass es dann halt auch in der Datenbank schon eine Liste ist. So Postgres kann Listen als Values. Ja. Also es ist quasi die Struktur wie ein Tag auf, dass ein Tag nicht einfach nur ein String ist, Key ist ein String und Value ist ein String, sondern dass man vielleicht andere Datentypen da auch erlaubt. Dass der Value halt nicht nur ein String, sondern auch eine Liste von Strings sein kann. Ja. Halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon dadurch abgedeckt ist, aber dass manchmal auch
Daten mehrfach vorkommen können. Also ein Objekt kann mehrere Eigenschaften haben. Also ein der Straßenname für die drei Straßen auf der Welt, die auf der linken Seite der Straße einen anderen Namen haben als rechts oder die halt zwei Straßennamen haben und dann muss man was mit Altname machen oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, aber es kann auch sein, dass ein Geschäft jetzt zum Beispiel gleichzeitig Buchladen ist und Spielwarenladen. Das kriegen wir mit unserem Modell jetzt nicht hin und das wäre irgendwie vielleicht wünschenswert. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich nenne es jetzt mal Tags mit mehreren Values. Das gab ja mal eine Zeit, wo das ging, ne? Ich glaube, früher ging das mal irgendwann, dass man einen Key mehrfach eintragen konnte, mehrere Values hatte und das war dann alles so verwirrend, dass das irgendwann mal abgeschaltet wurde. Roland. Also technisch müsste die Datenbank das nach wie vor noch durchziehen können, wenn das überhaupt abgewiesen wird, dann wird das auf der Ebene abgewiesen, dass man da einfach eine extra Prüfung drauf hat. Aber technisch ist das ganze System so designt, dass man mehrere Tags mehrere Values zu einem Key durchziehen könnte. Es wird nur darauf verzichtet, weil es zu viele Programme gibt, die damit Schwierigkeiten hätten. Unter anderem ging das Gerücht, dass JOSM das wohl nicht kann und wohl auch auf tieferer Ebene nicht kann. Aber das weiß ich halt gerade nicht genau. Aber ich bin sicher, es gäbe eine längere Liste von Tools, die Schwierigkeiten hätten. Also wenn man bei mir jetzt einfach Daten mit mehreren Keys reinschütten würde, würden auch sicherlich Überraschungen passieren, die ich nicht vorgesehen habe. Ja, aber dafür hat man verschiedene versionierte Datenmodelle. Also dann gibt es halt ein neues Modell und nur wenn du das neue Modell kannst, dann musst du damit auch umgehen. Ja, auch kennen. Ja gut, das ist jetzt aber schon Details, wieder, das ist schon wieder, sind wir jetzt einen Schritt zu weit. Hat noch jemand irgendwas? Ich fände noch ganz cool, wenn man so an einem Objekt, egal ob es ein Node-Value oder was auch immer wir in Zukunft haben werden, dass man so einen primären Key, also das, was man implizit durch die weiß, Highway gleich Primary zum Beispiel, das bestimmt, okay, dieses Objekt ist jetzt eine Straße. Und dass man das halt auch irgendwie flaggen könnte. Ich weiß nicht, ob das, weißt du, wie ich meine? Das halt, nee, ist mir jetzt nicht ganz klar. Also wir haben so eine Liste an Tags. Ja. Und wenn du die Daten kennst, dann weißt du, was ist der primäre Tag. So, was ist das kleine Ding? Und eigentlich müsste man das auch implizit im Datenmodell irgendwie sagen mit, entweder durch einen Flag, das an dem Tag mit dranhängt, oder halt, ja, keine Ahnung. So. Also was ist der Haupttag sozusagen? Was ist der eigentliche Typ dieses Objektes? Ich nenne es mal Haupttag. Gut, noch irgendwas? Ja, hier vorne. Ja, das passt auch in das Thema Haupttag. Dann gibt es ja auch noch Nebentags oder vielleicht gleichberechtigte Haupttags. Also es kann ja sein, dass eine Straße gleichzeitig irgendwie eine Straßenbahnlinie ist und dann ist die, sage ich mal, beleuchtet, elektrifiziert. Und welcher Teil ist jetzt sozusagen elektrifiziert? Oder Kopfsteinpflaster, also Straßenbahnschienen mit Stopfeinpflaster gibt es nicht. Und so, also dass man die Werte den Nebentags zuordnen kann. Genau, also das ist eigentlich... Das geht auch schon wieder Richtung Tags, dass letztlich Tags mehr strukturiert werden in irgendeiner Form. Ne? Also das typische Beispiel ist ja auch die Brücke und also die Straße ist gleichzeitig die gleiche Geometrie wie die Brücke. Die Brücke hat aber einen anderen Namen als die Straße, die über die Brücke führt oder so. Also was wir ja vorher hatten, war, dass wir Struktur bei den Values brauchen könnten und hier ging es jetzt eigentlich um die Struktur bei den Keys, glaube ich, kann man hier rauslesen. Okay, vielleicht sollen wir es einfach nur so ein bisschen zusammenfassen, was jetzt gerade, ich meine, wir haben glaube ich einfach so einen großen Block mit irgendwie mehr Semantik in die Tags reintun und vielleicht sollten wir das einfach mal zusammenfassen, bevor das jetzt so ein bisschen untergeht. Und auf der anderen Seite haben wir ja so ein paar andere Probleme, die im Prinzip mit den Tags erstmal nichts zu tun haben, dass das nicht so ein bisschen überläuft, weil wir nähern uns immer wieder immer stärker der Länge von dieser API-07-Seite. Die sicherlich nicht zu deren Erfolg beigetragen hat. Und das ist jetzt so ein bisschen Brainstorming und das muss man halt clustern und schauen, was gehört zusammen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Ja. Ja. Genau, also hat jetzt jemand noch was ganz anderes, was irgendwie noch überhaupt nicht erwähnt wurde oder irgendwas, was er gerne an der Stelle reinbringen würde? Gut, dann
Genau, können wir das mal angehen. Also ich denke, wir haben hier sicher einen großen Bereich, der sich mit der Frage beschäftigt, eben, okay, die Tags reichen uns nicht, um die wirkliche Welt sozusagen abzubilden. Ja. Man hätte gerne mehr Struktur in irgendeiner Form in den Tags drin. Dann haben wir das Problem, das ist so ein bisschen verwandt damit, ist eine, diese Tags versus Relation, habe ich jetzt eben, es beschäftigt sich letztlich ein bisschen mit der Frage, ich habe hier ein geometrisches Objekt und an dem sind die Tags dran und wenn ich habe einen Way, den muss ich aufteilen aus irgendeinem Grunde, eben weil die Tags vielleicht nicht so strukturiert sind, wie sie sein müssen, deswegen muss ich es aufteilen, dadurch muss ich die Dinger dann kopieren, dann kommt die Frage, ziehe ich da eine extra Ebene ein und arbeite mit den Relationen. Und dass man so einen Subweg einführt, wo man sagt, okay, das ist ein Teil von diesem Way, der an $Node anfängt und an $Node aufhört? Genau, also das wäre jetzt sozusagen jetzt, da kommen wir jetzt in diese Diskussion rein, was könnten denn jetzt Lösungsansätze sein für die verschiedenen Sachen. Ich will nochmal gerade versuchen, ne, wie Roland jetzt angedeutet hat, es zu strukturieren. Also wir haben einerseits irgendwie die Tags, wie die Tags selber aufgebaut sind. Dann haben wir die Frage, an was die Tags denn überhaupt dran sind. Und wie die geometrischen Objekte aussehen. Und das große Thema, was wir jetzt am Anfang hier so hatten, ist, ne, welche Objekte gibt es denn überhaupt? Welche Objekttypen haben wir denn überhaupt und wie stehen die in Beziehung zueinander? Ja, also das würde ich jetzt mal so als, also eigentlich die beiden großen Bereiche, das ist eben ich nenne sie mal jetzt Objekttypen und deren Verbindung. Ich versuche jetzt absichtlich irgendwelche Worte zu verwenden, die nicht wie Relation oder sowas, um nicht zu präjudizieren hier. Also das ist irgendwie so eins und ein großes Thema wäre eben, ich muss es aber doch mal jetzt, ne, vielleicht nenne ich es nicht Tag-Struktur, Attributstruktur nenne ich es jetzt mal. Wo es dann darum geht, diese Objekttypen, wenn wir sie mal haben, mit Inhalt sozusagen zu versehen. Also so könnte man das vielleicht so ein bisschen aufteilen. Ich sag mal so, die Probleme, die wir haben mit diesen Sachen, haben so ein bisschen eine andere Qualität. Das ist sowas, wo sich der Mapper sehr stark mit auseinandersetzen muss, eben wie kriegt er die wirkliche Welt abgebildet auf diese Tags und wo sich auch derjenige, der eine Karte zeichnen will, sehr stark mit auseinandersetzen will, welche Tags in welcher Kombination machen denn überhaupt was? Und das ist was, wo die Softwareentwickler sich mit rumschlagen müssen. Die Frage, wie schaffe ich das denn bei 2,5 Milliarden Nodes oder wo wir jetzt inzwischen sind, die überhaupt in meine Software zu verwalten und wiederzufinden und so. Das sind also sehr verschiedene Themen eigentlich in der Beziehung. Aber sie hängen natürlich sehr stark zusammen, weil alles, was wir also wir müssen, das setzt ja auf dem auf sozusagen so ein bisschen. Ja. Gut. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, dass das auf diesem hier aufsetzt, müssen wir mit dem mal so ein bisschen anfangen. Und gucken, wie wir damit umgehen. Roland hat gestern ja schon recht konkrete Vorschläge gemacht, wie man was man hier machen kann. Also das wie machen wir das jetzt mit der Tafel? Wir müssen Platz haben. Ich versuche hier mal ein bisschen
Das kann sich hoffentlich jemand alle merken, was da dazwischen stand. Jetzt haben wir so ein bisschen Platz zwischendrin. Du kannst uns auch die andere Tafel jetzt leer wischen, weil ich habe den Schedule aufs Wiki eingetragen. Ah ja, okay, gut, dann können wir das auch so machen. Das brauchen wir. Wo ist denn die andere Tafel? Ach, da oben. Die ist aber weit weg. Also die Frage, genau, also wir haben die Probleme mit den Nodes oder allgemein geografischen, jetzt ist es verwirrend, jetzt sind die Der obere Dings ist für die untere Tafel. Der obere. Da muss ich jetzt umdenken. Die Sache mit den Nodes, die Frage. Mit den Areas und allgemein mit Relationen, was wir da. Ist jedem klar sozusagen, wie die Dinger zusammenhängen? Ich glaube schon. Ich glaube, da können wir von ausgehen, dass die Leute, die hier drin sitzen, das auch wissen, wie das aussieht. Wir haben irgendwie Ways, die sich auf, das ist jetzt nun kein offizielles UML, aber die irgendwie auf die Nodes, die ein oder mehrere Nodes haben können. Und wir haben Relationen, die Nodes oder Ways oder wieder Relationen haben können, 1 bis n. Das sind übrigens nicht n, sondern das sind 2000 maximal. Und alle diese Sachen haben natürlich dann noch Tags. Das lasse ich jetzt mal gerade außen vor. Halt, jetzt habe ich wieder einen falschen Knopf gedrückt. Genau, also jetzt war jetzt einmal das Vorschlag vom Roland und das ist war jetzt die, also das ist ja das Einzige, was jetzt wirklich eine XY-Koordinate hat, ist ja der Node im Moment. Und das an die Ways mit dran zu tun, das ist eigentlich auch das, also alle anderen Formate, die ich kenne, die geografische Daten irgendwie verarbeiten, haben letztlich das Modell, dass diese Koordinaten hier drin sind. Und genau, und Andreas fragte noch, wie wir es trotzdem machen, dass wir beides, dass wir zwei Punkte unterscheiden können, topologisch. Genau. Komme ich gleich zu, ich will gerade nur sagen, also Relationen betrifft das jetzt erstmal in der Form sozusagen nicht. Auch Relationen können Nodes als Member haben, also auch da wäre das denkbar, das zu machen. Aber das ist eigentlich, also Relationen, die Nodes als Member haben, gibt es relativ wenig im Vergleich. Ja? Also die meisten Relationen, die wir haben, sind Area-Relationen, also das, die nur Ways als Member haben. Das heißt, das ist dann ein kleineres Problem, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, wir müssen erst das Problem lösen mit den Ways oder klären sozusagen, wie das gut funktionieren kann.
und dann kann man sehen, wie das mit den Relationen und das mit den Areas ist ja dann nochmal ein extra Punkt. Also die Frage wäre sozusagen, oder die Möglichkeit wäre zu sagen, ich habe hier einen Way und der geht hier irgendwie lang und im Moment ist es halt so, hier steht eben drin ref gleich 17, ref gleich 25 und so weiter, wird auf den Node verwiesen, dann gibt es einen Node, der keinerlei Informationen enthält, außer die XY-Koordinate hier quasi. Und wenn die Nodes Tags haben, das nochmal, dann ist der nächste Fall. So, jetzt gibt's, letztlich haben wir zwei Probleme, die, glaube ich, die auftreten würden, wenn wir die Koordinaten an die Ways dranschreiben. Das erste Problem ist, was passiert, wenn der Node wirklich Tags hat, also wenn ich eine Ampel habe oder eine Barrier oder sowas, die auf einem Highway drauf ist, dann habe ich die Information verloren, wenn ich hier nicht die Verbindung zum Node habe, dann habe ich diese Information verloren an der Stelle, dass das Ding wirklich da auf dem Weg drauf ist und nicht irgendwie zufällig. Und die andere Sache ist die, und es letztlich vergleichbar ist, wenn ich jetzt einen weiteren Weg habe, der hier lang läuft, ne, also das ist ein Weg und dieses ist ein Weg, und die Information, ob diese Wege sich an diesem Punkt wirklich treffen, ja, also ob hier eine Verbindung besteht oder ob die einfach zufälligerweise an der Stelle sind, vielleicht weil der eine oben drüber ist als der andere, eine Brückensituation oder was auch immer. Und das war eigentlich die Hauptbegründung, warum dieses Datenmodell so ist, wie es ist, war eben, dass wir diese Sache machen können. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur für Highways, sondern zum Beispiel auch für Flächen. Wenn ich jetzt also mehrere Flächen habe, dann kann ich natürlich dadurch, dass ich die gleichen Nodes benutze, auf denen diese Linien hier sind, kann ich ausdrücken, da sind keine Lücken dazwischen. Das ist eine komplette Fläche, eine Füllung sozusagen, die ich damit habe. Das hat mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist das, dieses im Datenmodell ausdrücken, was ich hier sagen will, ne? Also da ist keine Lücke dazwischen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Frage, was denn im Editor passiert, wenn ich jetzt hier diesen Punkt verschiebe. Also nehmen wir mal an, ich habe diese Fläche angeklickt, irgendwie markiert und verschiebe jetzt hier diesen Punkt, dann der wandert da raus. Okay, einfacher Fall. Was ist aber, wenn ich jetzt diesen Punkt hier verschiebe und habe diese Fläche vorher markiert, wird dann diese Fläche auch angepasst oder nicht? Und die verzieht sich im Moment mit, weil da ein Node dahinter ist, ne? Und ich diesen Node verschiebe und dadurch verschiebt sich die mit. Wenn wir das nicht mehr haben, also wenn wir hier die Koordinaten direkt in den Weg speichern würden, dann würde das erstmal so nicht passieren. Das ist aber letztlich eine Sache, die der Editor machen kann. Der Editor kann ja in dem Moment erkennen, vielleicht auch nicht, ja, dass es eigentlich die gleiche Position und kann das handhaben. Also wir müssen einfach, das sind zwei verschiedene Probleme, würde ich sagen. Das eine ist die Datenmodellierung, das andere ist, wie wir in der Bearbeitung damit umgehen. Und bei diesem Fall jetzt hier muss ich sagen, okay, wie häufig kommt es denn vor, dass eine Straße an so einem Punkt, also wir haben hier einen gemeinsamen Node, das ist der Normalfall, ne? Hier ist so eine T-Kreuzung jetzt. So, aber wie häufig kommt es vor, dass wir hier diese Straßen in der gleichen Konstellation haben, hier zwei Nodes haben und dass es kein Fehler ist, sondern wirklich diese Straße hier oben dort im Nichts endet und die andere gibt es quasi nicht. Was es natürlich gibt, ist einfach eine Kreuzung, wo diese eine Brücke ist, ne? Also wir nehmen mal an, das ist hier eine Brücke und in dem Fall setzen wir hier keinen Node, ne? Denn der nächste Node ist ja hier und hier und hier und hier vielleicht. Das heißt, wir haben immer noch wir haben keinen Node an der Stelle, wo wir das ausdrücken müssen, dadurch, dass wir da zwei Nodes haben oder sowas. Ne? Also das ist der Normalfall und das wird auch weiterhin funktionieren, wenn wir die Ways an die vielleicht nochmal kurz einzuhaken. Also ein Denkproblem, mit dem ich mich da rumschlagen musste, war wir ersetzen jetzt irgendwie die ID durch irgendwie lange Koordinaten. Und jetzt müssen wir mal kurz einhaken. Wer weiß, wie lang bei uns IDs sind? Stellen als Binärzahl. 64 Bit, oder? 64 Bit, genau. Wer weiß, wie lang unsere Koordinaten sind als Binärzahl? Das sind 2 mal 32. Was passiert also, wenn wir das eine durch das andere ersetzen? Wir sparen die Hälfte. Ja, also es ist also sehr, sehr überschaubar, wenn man die eine Art 64-Bit-Zahl durch die andere Art 64-Bit-Zahl ersetzt. Und wir sind frei da drin und auch genau hier drüber nachzudenken,
ob man für die Ausnahmefälle, es sind sehr wenige, und insofern habe ich an dieser Stelle eingehakt, das hatte ich im Vortrag auch drin, für Bonn waren es unter einem Promille. Es waren 25 Nodes von 26.000 Nodes. Und bei 20 von den 25 waren es offensichtlich Fehler. Und es war eher eine Einladung, mal anderen Datenmüll auszuräumen, den man dann gut finden konnte beim Debuggen. Und, also ich sehe halt Probleme im Indoor-Mapping. So, wenn wir weiterhin bei XY, rein XY-Koordinaten brauchen und sind und wir sind bei Dingen, die übereinander sind, dann würde reines Koordinatending halt nicht funktionieren. Wir sind gerade wunderschön dabei, darüber nachzudenken, ob wir hier irgendwie was Neues wollen. Es hält uns niemand davon ab, zu sagen, für den Ausnahmefall führen wir eine Datenstruktur ein, die uns sagt mit, das ist ein Gebiet, in dem ich auf den folgenden Ebenen was habe. Also ja. Es ist nur eine Frage, wo man darüber nachdenken muss. Was bräuchten wir, um diese Fälle auszuräumen? Die erste wichtigste Behauptung, die wir in den Raum stellen, ist, das ist ein Fall, der ziemlich selten vorkommt. Ja, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig zu machen. Ja, wir haben Milliarden von Nodes und das Indoor-Mapping spielt im Vergleich keine Rolle. Wir haben garantiert, wenn wir mal gucken, mehr Fälle weltweit gesehen, wo zwei Nodes übereinander sind, wo es Fehler sind, als wir Fälle haben, wo die wirklich Sinn machen. Das heißt, wir müssen hier ganz klar, wir müssen optimieren für den häufigen Fall und wir müssen gucken, dass wir den anderen Fall auch hinkriegen. Wir können nicht einfach sagen, naja, die Indoor-Leute haben halt Pech gehabt, die können woanders hingehen. Sondern klar, wir müssen das lösen, das Problem, aber wir dürfen uns nicht zu sehr ablenken lassen, wenn wir dadurch Vorteile an anderer Stelle kriegen können, die so massiv groß sind. Daran Anmerkung. Also da wird ein Kreuzungsfall, sondern für einen Brückenfall, dass da nie ein Node genau über der anderen Straße dann drauf ist, glaube ich so nicht, weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass es oben eine Fußgängerbrücke ist und eine Straße und genau dort, wo sie sich von oben gesehen kreuzen, dann da noch eine Wendeltreppe runtergeht oder sowas, die dann im 3D verbindet. Und ich glaube, das führt uns dann auch schon wieder zu einer Lösung, wenn wir sagen, die Nodes sind eigentlich bloß durch ihre Koordinaten identifiziert, sofern sie keine Tags haben. Wenn wir 3D-Koordinaten nehmen, dann haben wir das eigentlich schon wieder gelöst. Weil sie dann verschiedene Koordinaten haben würden und dadurch getrennt sind. Ja. Und es muss ja nicht die volle Auflösung sein, wie jetzt ein XY-Ding ist. Es würden ja irgendwie 8 oder 16 Werte wahrscheinlich auch reichen. Also und quasi so ein Layer- oder Level-Dings irgendwie sozusagen. Genau, aber halt nativ als Z. Ja. Ja. Wobei wir da, muss ich natürlich auch gleich wieder sagen, Achtung, ja, wenn wir jetzt für die Milliarden Nodes, die wir haben, eine weitere Koordinate einführen, die wir für nur ganz, ganz wenige wirklich brauchen, dann kostet uns natürlich das wieder Speicherplatz. Ja? Und das heißt, das ist auch wieder, wo ich dann sagen muss, okay, die paar Stellen sollten wir vielleicht eine ganz andere Lösung finden oder eben, ja. Also seine Idee mit den 64-Bit ist ja insofern elegant, als dass man da eine Mapping-Tabelle einmal erstellen kann und dann kann man von alt nach neu konvertieren. Genau, also letztlich, wovon wir hier reden, ist ja das, was jeder, der die Daten benutzt heutzutage, als allererstes immer macht. Er macht die Mapping-Tabelle von den Node-IDs zu den Locations von den Nodes und dann schreibt er die in diese Ways rein, entweder direkt oder guckt halt jeweils in der Mapping-Tabelle nach und verarbeitet die Sachen. Also das ist etwas, was quasi jeder, der die Daten nutzt, heutzutage immer machen muss. Und deswegen bietet sich das ja auch so total an, das gleich in der Datenbank richtig zu machen, sozusagen, damit es eben nicht mehr jeder machen muss und wir diese Mapping-Tabelle nicht mehr brauchen. Aber ich wollte eigentlich mal fragen, hast du mal wirklich einen kompletten Planet genommen und hast geguckt, wie viel Prozent das sind? Also wie viel Prozent was sind? Die Nodes, die wirklich übereinander liegen, also über was diskutieren wir da? Über Promillebereich wahrscheinlich? Viel weniger, ist lächerlich. Also ich habe jetzt Zahlen nicht aktuell also da. Also sowas wie jetzt ein Crowdsourcing, was du gemacht hast bei deinem Relationen reparieren, wäre wahrscheinlich in einem Monat gegessen oder so. Also es kommt darauf an, was man jetzt genau damit machen möchte, aber wenn man eben sagt, wir müssen all die Fälle, wo wir wirklich zwei Nodes übereinander haben, müssen wir von Hand anschauen und damit irgendwas Tolles machen und das konvertieren oder sowas. Ne? Alle, wo das nicht geht, die können wir automatisch konvertieren und die müssen wir irgendwie anfassen. Dann wäre das absolut kein Problem, das zu machen. Das sind, also ich würde sagen, wahrscheinlich weniger als 100.000 Fälle oder sowas. Also
Ja? Also das wäre nicht, das ist nicht das Problem. Ja? Zumal die ja auch automatisch sehr einfach zu finden sind. Ja? Also es ist ja ein, also habe ich auch schon Software für, was die Dinger findet, und ich weiß gar nicht, ob die im OSM-Inspektor auftauchen, aber ja, also das kann man finden. Also ich glaube, der Brückenfall, dass wir hier wirklich zwei Nodes haben, die übereinander sind und der eine ist mit dem einen Weg, der andere mit dem anderen Weg verbunden, passiert selten genug, dass wir die von Hand anschauen könnten und irgendwie was gucken. Ich glaube, das ist gar kein Fall, weil die Brücke hat ja eh den Level Tag. Am Level Tag sieht man ja, dass gar nicht dasselbe ist. Richtig, also danach könnte man es unterscheiden. Der ist natürlich am Weight dran und nicht am Node, und dann gibt es wahrscheinlich irgendwo halt ein paar Fälle, wo es irgendwie komisch ist, und da muss man von Hand drauf gucken. Aber es ist lächerlich im Vergleich. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie groß drüber nachdenken, was da passiert. Das ist schon ein bisschen schwieriger, ja, die Frage, an welchen Stellen denn Sachen, die gleichen Koordinaten benutzen, wenn ich sie denn verschiebe, ne, also im Editor, wann soll das andere mit verschoben werden und wann nicht? Das hängt halt auch unter Umständen von den Tags ein bisschen ab. Das ist eben gerade, also wenn es jetzt ein Highway zum Beispiel eben ist, ne, ich habe so eine T-Kreuzung und ich verschiebe den, da müsste der Editor in Zukunft erkennen, okay, das sind alles Highways und deswegen will ich es vielleicht mit verschieben, aber wenn das eine irgendwie ganz andere Tags hat, dann vielleicht nicht oder so. Also das können die Editoren ja heute schon nicht gut. Wir hatten ja beim Christopher im Vortrag das Beispiel für diese Autobahnauffahrt, die auf einmal diese Delle hatte, weil offenbar irgendein Editor das mitgenommen hat. Und da gibt es viel von. Also da habe ich auch einiges anderes gesehen. Und ich würde mal wetten, wir können ja die Umfrage machen. Wer hat sowas schon mal beim Mappen gesehen? Wer hat sowas noch nie gesehen, dass es offenbar jemand mit Sachen mitgezogen hat? Also es ist schon relativ, okay, gut. Aber es ist schon relativ, ja. Relativ klar, dass es ein im Editor nicht sauber gelöstes Problem ist. Also da müssen sowieso die Editorhersteller am Rand. Ja, ich glaube trotzdem, dass das Problem vielleicht ein bisschen größer wird. Aber der Vorteil ist ja, es passiert im Editor, wo der User eh gerade dabei ist, die Daten anzufassen und zu bearbeiten. Das heißt, man kann dem ja auch Rückmeldung geben und sagen, Achtung, du bist gerade dabei, was zu verschieben und willst du jetzt das andere mit verschieben oder nicht? Oder solche Dinge, kann man sich überlegen. Hier vorne ist eine... warte mal, Mikrofon bitte. Ja, folgendes. Ich bin halt ein einfacher Mapper, der es macht, und ich habe festgestellt, dass bei Flächen, die man hat, wo die Grenzen, sage ich mal, doppelt vorhanden sind, dass man dann, wenn man was verschiebt, große Schwierigkeiten hat, das zu trennen. Das ist also als einfacher Mapper gesehen, und da sehe ich die Schwierigkeit, dass man da viel verschieben kann. Richtig, also das Problem ist ganz klar da. Wir haben das Problem jetzt schon, das wird in Zukunft auch, also wenn man das so ändert, dann würde es in Zukunft das Problem auch da sein. Es würde vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber das ist wahrscheinlich was, ne, wir werden so ein paar Sachen werden ein bisschen anders funktionieren, aber letztlich glaube ich nicht, dass es so einen riesengroßen Benutzungsunterschied führen würde. Also ich denke, was wir uns grundsätzlich fragen wollen, derzeit hat OpenStreetMap ein topologisches Datenmodell, zwar eins, das sonst nirgends so üblich ist, aber ist auch etwas, was OpenStreetMap ein bisschen von anderen Datenquellen unterscheidet, weil viele haben kein topologisches Datenmodell. Und da ist wirklich die Frage, wollen wir das aufgeben oder wollen wir das beibehalten? Es wird natürlich oft falsch verwendet, dass dann Topologien da sind, die so gar nicht stimmen. Und das macht dann wieder beim Verschieben und so Probleme. Aber dort, wo es richtig verwendet ist, macht es dann eigentlich auch das Weitereditieren einfacher und auch je nachdem die Datennutzung. Das ist jetzt die Frage. Also gut, dass du kommst mit dem Wort topologisches Datenmodell. Die meisten Leute haben wahrscheinlich, können mit dem Begriff nicht unbedingt was anfangen. Ja. Das heißt eins, das Verbindungen mit drin hat und nicht bloß die geometrische Anordnung. Genau, ja. Also es ist eben nicht zufälligerweise so, dass dieser Way an der Stelle den gleichen Punkt haben, sondern es wird explizit diese Information hinterlegt, dass die diesen gemeinsamen Punkt haben. Und das ist quasi das, was das Topologische uns hier sagt. Und es wird auch immer wieder gesagt, okay, das ist der große Vorteil von OSM und wir können damit toll routen und irgendwas besser machen und so weiter. Was bringt uns das denn jetzt wirklich? Aber es gibt insbesondere auch ein ganzes Kontinuum an, ob das Ding jetzt topologisch oder rein geometrisch ist. Weil ich kann ja durchaus sagen, ich habe die Informationen dabei, aber sie sind halt lästig zuzugreifen. Es kann sein, dass die Sachen so integriert sind, dass ich bei jedem Bearbeitungsschritt das Zeug immer mitschleppen muss. Und letztlich ist die Frage, wer macht was damit, das ist ja, wo Jochen darauf hinaus wollte. Und mit haben die Leute, die Fälle, die am häufigsten auftreten, jetzt auch einen sinnvollen, überschaubaren Aufwand? Oder sind das so, dass wir jetzt gerade für Eckfälle eher optimieren
und bei vielen Standardfällen, Rendering und so weiter, einfach Ärger haben mit dem Modell. Ja, ich denke, es muss halt eine bewusste Entscheidung sein, ob man das, diese Eigenschaft beibehalten will oder ob man die aufgibt und sagt, das ist ab jetzt bloß noch implizit da und muss es wieder rein interpretieren. Und ich denke, wenn man das beibehalten will, dass es explizit topologisch ist, aber ändern will, wie man das abbildet, kann man sich vielleicht auch mal angucken, wie es bei Kraskis gelöst ist, weil das hat auch ein topologisches Vektordatenmodell und offenbar eins, was sich für OSM-Daten gut eignet, weil die kann man, habe ich gehört, da sehr gut importieren und weiter bearbeiten. Und ich kenne es jetzt zu wenig, als dass ich was drüber sagen kann, aber da kann man sich vielleicht auch Inspiration holen. Na, der Vorschlag von Roland, wenn ich ihn richtig verstehe, war ja einfach die Koordinaten, also diesen 64-Bit-Wert, wenn man X und Y aneinander hängt, als ID zu nehmen. Ja, aber das wäre tatsächlich ja ein nicht-topologisches Datenmodell, weil ich gerade dann diese Informationen nicht mehr habe, weil ich habe ja dann nicht die Möglichkeit, zwei verschiedene IDs zu nutzen auf der gleichen Koordinate. Ja, die ID das ändert sich halt auch, wenn du die Noten verschiebst. Ja, und deswegen, also deswegen, dass das, woran ich eher gedacht habe, ist, man ist sich in der Tatsache bewusst, dass im Regelfall gleiche Koordinate auch heißt, Punkte fallen zusammen und man hält eine dann relativ esoterische Datenstruktur vor, die innerhalb des selten vorkommenden Falls, dass Koordinaten zusammenfallen, den noch selteneren Fall, dass das unbeabsichtigt oder dass es beabsichtigt verschieden sein soll, dann kodiert. Und wir haben dann irgendwie eine Orchideen-Datenstruktur, da kann ich es schon fast als Text schreiben und es stört nicht ernsthaft in der Performance, wenn ich dann 10.000 Fußnoten habe weltweit. Im Gegensatz dazu, dass ich halt 4 oder 5 Milliarden Koordinaten verdoppeln muss, weil ich eine ID und eine Koordinate vorhalte. Roland hat ja jetzt auch schon gesagt, dass das keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern dass es irgendwo ja so ein Kontinuum gibt zwischen total topologisch auf der einen Seite und total jetzt nur geografisch auf der anderen Seite und dass man da vielleicht auch eine Mischform finden kann. Es wäre ja also zum Beispiel denkbar, dass man sagt, bei so einer Konstellation, wo ich zwei Ways habe, die sich treffen, wird dieses hier weiterhin als Node mit einer ID modelliert, aber diese anderen und dieser Punkt vielleicht auch, weil es der Endpunkt ist, ja, nur mal so als Idee, ja, diese Punkte hier aber, die keine Verbindung zu nichts haben, wo auch keine Barrier drauf ist, keine Ampel drauf ist oder sonst irgendwas, die sind im Way drin und haben keine eigene Identität. Und weil das ist ja auch das sozusagen, was unserer Vorstellung so ein bisschen entspricht, ist, die naive Vorstellung, ich zeichne hier ein W und der geht da lang und wenn ich hier jetzt diesen Punkt verschiebe, weil ich sehe, okay, der W ist wirklich, ich mache es so ein bisschen genauer und mache da so noch eine kleine Delle rein, dann habe ich diesen W verändert und da nichts Spezielles gemacht, während an diesen Punkten, wo eine Kreuzung ist oder was anderes Besonderes ist, was auch immer das genau ist, möchte man das vielleicht eher so modellieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen bei so Flächenkonstellationen natürlich, weil hier natürlich ganz viele Punkte sind an den Stellen, wo die Flächen zusammenstoßen, die zu zwei Flächen gehören und da haben wir nichts gewonnen, weil Flächen ist halt die riesengroße Datenmenge inzwischen. Wenn ich die alle als Nodes modellieren muss, nur weil das Ding halt zu zwei Flächen führt. Das ist aber jetzt auch wieder die Frage, wir haben ja eh als nächstes noch die Frage, ob wir mit Areas auch irgendwie was anderes machen. Ja? Und dann kann man das vielleicht auf der Schiene lösen. Sven? Weil ihr jetzt sagt, Topologie versus Non-Topologie, der Michael weiß es wahrscheinlich besser als ich. Die Navtec-Daten haben auch keine Topologie. Und die sind speziell fürs Routing gemacht. Also, das sind einfach nur Shapefiles und die machen es tatsächlich über die Koordinaten. Die kann man als Shapefile, die kann man aber auch anders und dann gibt es eine Topologie ein bisschen mehr. Da gibt es auch verschiedene Varianten, aber letztlich, also es ist ein Mythos, dass man nur routen kann auf topologischen Daten. Man kann auch auf Daten, die nicht topologisch sind, diese Topologie wieder rekonstruieren, sozusagen anhand der Koordinaten. Wir haben ja auch noch eine Sache, muss man auch bedenken, die Koordinaten bei OSM sind ja Integer intern. Ne, die haben eine begrenzte Auflösung. Das heißt, wir haben nicht das Problem, was solche Software oder solche Datenstrukturen häufig haben, dass man zwei Punkte hat, die sehr, sehr nah aneinander sind, ja, also die eben nur 0,000 irgendwie, was weiß ich, 3 Nanometer voneinander entfernt sind und wo ich dann immer das Problem habe, wenn ich feststellen muss, ist es jetzt der gleiche oder nicht, muss ich da irgendwie so ein fuzzy Matching irgendwie machen. Und das Problem haben wir nicht, weil unsere Koordinaten eben nur diese Zentimeterauflösung etwa haben. Und dadurch kann man eindeutig sagen, das Ding ist an genau der
identisch selben Stelle und deswegen. Also wenn man jetzt mit NavTech vergleicht, muss man, denke ich, beachten, dass OpenStreetMap halt nicht nur Straßendaten hat, sondern auch andere Daten, wo die Topologie eine Rolle spielen kann, vielleicht nicht immer tut. Also Beispiel? 3D-Mapping wurde schon genannt, Gebäude. Ich glaube, da spielt es durchaus eine Rolle, ob was exakt übereinander ist und ob ein Aufzug jetzt zwei Stockwerke verbindet oder nicht. Solche Sachen. Ja. Kann man sich auch anders also darstellen. Also ist, man braucht die Topologie nicht zwingend dafür. Genau, also es ist ganz klar, dass wir Sachen haben und 3D-Mapping, Indoor-Mapping ist so ein Fall, wobei 3D-Mapping und Indoor-Mapping so viele Probleme hat mit dem OSM-Datenmodell, muss ich sagen, dass, wenn wir das jetzt ändern, ist es das Kleinste, aber gut, das ist vielleicht auch mein Bias. Vielleicht muss man dann einfach nochmal, wie du sagst, einen Spezialfall vom Way, der dann 3D-Way ist oder sowas einführen, der dann halt X, Y und Z ja. hat oder so. Ja, ich glaube, können wir mal abschließen das Thema, weil wir ungefähr noch 3 Minuten haben und noch sehr viele andere Themen. Wie machen wir weiter mit dem Thema? Weil wir werden jetzt hier in diesen verbleibenden maximal 10 Minuten, wenn der nächste Vortrag dann angeht, jetzt nicht denken. Hast du da irgendeinen Verfahrensvorschlag? Du willst was sagen, Tim? Na, es gibt ja 2 Möglichkeiten, dass man entweder wirklich die API umstellt. Und die andere Alternative ist halt eben, dass man einen Parallel-Planet zur Verfügung stellt, der halt eben ohne Topologie deutlich einfacher vielleicht zu verarbeiten ist und wo keine Altprogramme Probleme damit hätten, wenn es diese Alternativvariante gäbe. Bei diesen ganzen Sachen muss ich jetzt sagen, man muss mal bei jedem Fall muss man sozusagen gucken, kann man das vielleicht eben durch nachträgliches Verarbeiten damit wesentliche Vorteile irgendwie erzielen oder ist es was in die zentrale API rein muss? Und bei dieser Sache, also die Vorteile, die Node Locations in die Ways reinzuschreiben, die 2 wesentlichen Vorteile, die wir dadurch hätten, wäre einerseits, dass man diese Vorverarbeitung eben nicht mehr braucht, ja, die mit dieser Mapping-Tabelle, das ist die eine Sache. Und das kann man auch erzielen, indem man sagt, wir stellen einen Planet zur Verfügung, der das Zeug mit drin hat. Das geht mit bestehender Software, geht das schon, kann man machen. Die andere große Sache, da haben wir noch überhaupt nicht geredet, ist, wie wir mit Changes umgehen. Also wenn ich eine Node hier verschiebe in einem bestehenden Way, ja, dann ist ja immer das Problem, dass der Change-Set den Node verändert, aber nicht den Way. Und das macht alles, wo es darum geht, dass ich möchte sehen, wer hat denn irgendwas verändert in meiner Stadt und will da mal drüber gucken. Und all diese Sachen werden so viel einfacher dadurch, wenn wir die Koordinaten in dem Way drin haben, dass es sehr viel Sinn macht, meiner Meinung nach, wenn wir das in die zentrale Datenbank reinkriegen, weil nur dann können wir das auch so anbieten in der Form. Oder man kann vieles sicher bauen, aber es wird so viele Sachen so viel einfacher dadurch dann. Das geht nur mit der zentralen Datenbank. Und deswegen finde ich, dass das ganz wichtig ist, das da zu machen. Ja. Gut, nicht, du hast gefragt, wie geht's jetzt weiter? Ich denke, wir müssen sozusagen all diese Ideen, die haben wir jetzt weiter ausgeführt, bei den anderen gibt es ja vielleicht auch schon konkretere Ideen, Roland hat da Ideen, ich habe Ideen, vielleicht andere auch schon, wie man das ein oder andere besser modellieren kann. Ich habe ja für die Areas, habe ich ja vor Jahren schon mal einen Vortrag gemacht, wo ich ein bisschen Ideen vorgestellt habe, gibt es eine Wiki-Seite oder mehrere Wiki-Seiten dazu, wie man da vielleicht Sachen machen könnte. Und wir müssen uns diese Sachen sozusagen anschauen und ich glaube, Stück für Stück sozusagen durchgehen, welche Folgen hätte das denn wirklich. Ne? Also wir müssen zum Beispiel die Leute fragen, die Routing machen auf OSM-Daten und sagen, was ist denn mit, ne? Wenn wir das jetzt machen würden, wenn wir euch die Topologie wegnehmen, ja, was macht ihr denn damit? Und dann sagen die entweder, ist uns eh egal, wir benutzen es überhaupt nicht, wir arbeiten immer schon auf Koordinaten, oder sie sagen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Ja, meine ganze Software wird unendlich viel komplizierter und ich kann es gar nicht machen. Und wir müssen gucken, dass wir solchen Leuten eben wie die 3D-Mapper und Indoor-Mapper, dass wir denen das sagen und die fragen, wie würdet ihr damit umgehen und was braucht ihr denn sonst? Wir können das natürlich nicht machen, ohne jetzt die ganzen Folgen so ein bisschen zu durchdenken und einen Prototypen zu schreiben, vielleicht mal zum Beispiel, um zu sehen, okay, wie könnte das aussehen, wie kann man damit arbeiten? Also das ist sicher was, wie wir da weiter vorgehen müssen.
Und denkst du, man kann die API eine Zeit lang die alte und die neue parallel betreiben, oder ist das so schwer, so komplex, dass man es eher so einen Stichtag machen möchte, wo man dann zumindest die schreibende API sagt, okay, jetzt geht nur noch die neue? Also ich denke mal, was wir ganz konkret machen werden, also deswegen auch gerade wir im Sinne von, oder erstmal hauptsächlich ich, ist mit der nächsten Version von der Overpass kommt die Möglichkeit, dass es eine Datenstruktur in dieser Art gibt und man kann damit rumspielen. Dann hat man einfach schon mal was in der Hand. Das wird keine finale Version sein, aber das ist so ein bisschen GeoJSON plus Underscore-Text. Das heißt, da hat man erstmal viele Möglichkeiten, damit rumzuspielen. Und das Thema geht also nicht verloren. Und die Idee war jetzt eher, dass es ein bisschen mit an Jochen dranbleibe, dass das nicht irgendwie so eine Eigenlösung wird und dann keinem mehr hilft, wenn man dann eine Insellösung schafft. Aber ich denke, der Weg ist, dass wir erst aus den Tools, sei es über alternative Planets und so weiter, ohne API-Umstellung erstmal das Zeug ans Laufen kriegen, dass man mit all den üblichen Sachen mal in Aktion sehen kann, werden die besser, werden die schlechter oder hat ungefähr keinen Effekt. Und dann drüber nachdenken kann, wie man die API-Umstellung stemmt. Also es wird sicherlich eher so sein, dass man sagt, man hat diesen Migrationsweg, dass erst kann man alles ausprobieren und dann spricht man über die konkrete technische Umstellung in der API. Und ich schätze, es wird auch einen letzten Schritt geben, wo man dann Editoren umstellt. Das heißt also auch, ich persönlich würde eine API-Umstellung so machen, dass man den Kern austauscht und die beiden Interfaces nach außen exponiert. Das heißt, also Editoren könnten dann wahrscheinlich sogar eine Zeit lang mit dem alten Modell noch arbeiten, bis man irgendwann entscheidet, das über Bord zu werfen. Also lesend, sage ich mal, kann man wahrscheinlich eine Übergangsphase schaffen. Schreiben sehe ich es kaum, weil es hier um IDs und Transaktionen und so weiter geht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass wir schreibend ein Interface anbieten können, wo beides parallel funktioniert. Nun muss man aber sagen, es gibt eine Handvoll Editoren, die eine Rolle spielen. Und wenn man mit den Leuten, also mit den Leuten müssen wir natürlich auf jeden Fall reden und die müssen dabei sein bei so einem Projekt. Ja. Und wenn man die dazu kriegt, wenn man ID und JOSM und Vespucci und weiß nicht noch zwei andere oder sowas dazu kriegt, dass sie sagen, ja, finden wir gut, damit können wir umgehen, die können die Software umstellen, man muss ein Test-API aufsetzen und so weiter, dann kann man vielleicht auch für die was machen, dass das Editieren dann von einem Moment auf den anderen umgestellt wird. Aber man wird sicher versuchen, das so weit wie möglich irgendwie abzufedern, dass so weit wie möglich die Sachen schrittweise passieren. Das ist, ja, wie Roland sagt, auf jeden Fall nicht das Nächste. Das Nächste ist, dass wir gucken müssen auf Anwendungsseite, ja, also dass eben diese Geschichte, die Node Locations in Way reinzuschreiben, da gibt es fertige Software, Osmium kann das und kann wieder ein PBF-File erzeugen und so, das kann jeder jetzt heute schon ausprobieren beispielsweise. Ja. Jetzt ist es quasi fast halb. Hat noch jemand irgendwie ein ganz dringende Bemerkung, dringendes Thema? Sonst würde ich einfach sagen, machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Ich werde auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und wenn jemand dazu irgendwie Fragen oder Anregungen oder Ideen oder sonst irgendwas hat, kann er mich gerne ansprechen. Und ja, bedanke ich mich fürs Mitdiskutieren und Mitdenken und Dankeschön. Thank you.